Weiter geht's mit Harry Potter. Wir haben den Einkauf für Hagrid erledigt, während er in irgendeiner Kneipe saß und sich volllaufen hat lassen. Und ja, ne? Da ist er wieder. Hallo. Gut gemacht, Harry. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen, damit wir den armen Norbert heilen können. Ich verstehe es nicht. Er sorgt sich so sehr um Norbert, aber dann, wenn er Sachen für ihn einkaufen soll... Endlich wieder zu Hause. Geben jetzt Norbert das Drachentonikum. Alles klar. Wir haben's geschafft, Harry. Norbert ist wieder wohlauf. Gott sei Dank. War so besorgt. Bin ja froh, dass es ihm besser geht, aber auch irgendwie traurig. Er ist jetzt alt genug, um sein Nest zu verlassen und für sich selbst zu sorgen. Er will jetzt für sich selbst sorgen, der Kleine. Will ihn aber hier behalten, damit ich mich um ihn kümmern kann. Wird nur schwierig, so einen ausgewachsenen Drachen dann bei sich zu halten. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Lange Denkpause. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen. Ja, ich glaube, wir kommen tatsächlich nicht mehr ins Schloss zurück bis zum Ende. Das war so gemein mit den roten Bohnen. Suchen am besten getrennt nach dem Einhorn, Harry. Verletzte Einhörner findet man am besten, wenn man der silbernen Blutspur folgt. Müsste eigentlich gut zu sehen sein bei diesem Mondlicht. Folg den silbernen Blutspuren, um das Einhorn zu finden. Sei vorsichtig, im Wald lauern viele Gefahren. Geh jetzt besser. Draco, der verzogene Bengel, wartet mit Fang auf mich. Wenn ich nicht bald zurück bin, hat Fang ihn möglicherweise aufgefressen. Alles klar, Leute. Auf geht es in den verbotenen, verwunschenen Wald. Weiterhin halte ich die Augen offen nach Geheimgängen. Und hier ist etwas von dem silbernen Blut. Incendio! Oh Gott, die Sache wieder. Wie ging das? So. Nun. Incendio! So ungefähr ging es. Ich hab das Richtige gedrückt. Mein Timing war wahrscheinlich off. Mein Timing war off. Seht ihr, ich bin so cool, ich kann nur noch Englisch reden. Mein Timing war off. Der Baum sah tatsächlich... Ah, okay, wir müssen den Baum auch umfällen. Ich wollte es gerade sagen, er sah so aus, als müsste man ihn umfällen. Als könnte man das. Flippendo. Sie haben es nämlich nie für nötig gehalten, hier einfach eine kleine Brücke zu bauen. Müsst ihr wissen. Ja, eine rote Bohne. Die bringt mir jetzt auch nicht mehr allzu viel. Ich glaube, die roten Bohnen können wir eigentlich komplett ignorieren. Es ist wirklich so.
Incendio. Incendio. Wow, das war perfekt. Er ist der beste Magier weit und breit. Und weiter geht die Spurensuche. Ah, was bist du denn? Incendio. Ich werde hier zu March. So, du hast wahrscheinlich nur... Ah, Punkte für Gryffindor gibt es immerhin. Oh Mann, ich hätte die Gegner eben nicht ignorieren sollen. Jetzt ist es zu spät, lol. Ich gehe da nicht wieder zurück. Eins Zauberkessel. Mission. Oh, schade. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht Punkte für Gryffindor. Ich meine, es könnte durchaus sein, dass wir am Ende den Hauspokal nicht bekommen. Aber naja, wir werden es überleben. Wir werden diese Schmach einfach von uns weisen müssen. Lependo. Hallo. Ich sag doch... Alter! Sie hat Chili gegessen. Lependo. Bist du unsterblich? Ah. Das Feuer der zerplatzenden Schildkröte, was? Öffnet uns einen Weg in den bereits vollkommen durchhüllten Gang. Baum, meine ich. Tag. Ah, Potter. Hagrid, der alte Trampel, hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, dass wir das Einhorn noch nicht gefunden haben. Ich glaube, Hagrid würde noch nicht einmal die Stiefel an seinen Füßen finden. Sein Bauch ist im Weg. Verlauf dich nicht, Potter. Vergiss nicht, hier im Wald ist es ziemlich gefährlich. Vergiss nicht, ich bin ein Miesepeter und so. Und ich muss unbedingt so reden, so hochnässig, wie ich es nur kann. Hochnässig, weil ich mich dabei einnässe. Incendio! Incendio, Schinkentrio. So heißt der Zauber eigentlich. Es ist das Incendio, Schinkentrio. Schinkentrinko. Man kann im Notfall auch Schinken trinken. Müsst ihr wissen. Nämlich. Komm schon, Furze! Furze! Mache dich zu die Furze bereit. Okay, wenn man weiß wie, ist es gar nicht schwer. Man fragt sich nur, wie zur Hölle das Einhorn eigentlich durch diese Bäume gekommen ist, wenn sie vorher vollkommen intakt waren. Hast also die Blutspur des Einhorns gefunden, Harry? Weiß wirklich nicht, was die Einhörner getötet haben könnte. Hab nie zuvor von so etwas gehört. In diesem Wald gibt es etwas, das nicht hier sein sollte. Sei vorsichtig und bleib auf dem Weg. Ruf mich, wenn du was findest. Scary. Spooky. Puh. Was könnte es nur sein? Jemand ist mit dem Traktor drüber gefahren. So wurden die Einhörner ausgelöscht. Ausgelöscht. Da ging es hoch. Hier gibt es aber noch einen Gang. Ich weiß nicht, soll ich zuerst da hoch? Ist ein Ladebereich. Ich gehe erstmal den Gang
entlang. Ist auch ein Ladebereich. Ja, super. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich zuerst machen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir machen das hier. Incendio! Wenn ich einen dieser beiden Wege alternativ gemacht hätte, wäre es der hier. Nun. Okay, wenigstens können wir mehrere Gebüsche gleichzeitig anzünden. Ich dachte gerade, wir müssten das jetzt bei allen dreien machen. Warum eigentlich an der Seite? Kann man hier nicht direkt hoch? Ja. Was? Den Weg hat das Einhorn genommen? Okay. In dem Fall laufen wir erstmal unten durch die Tür. Wie auch immer das Einhorn da hochgekommen sein soll. Einhörner können anscheinend fliegen. Fliegen, um zu siegen. Komm schon, furze mich zu Tode. Arsch breit. Furz begonnen. Es tut mir leid, aber ich habe die Schildkröte kaputt gemacht. Wir bräuchten eine neue. Okay, sie hat nur einen Megafurz aufgeladen. Hier ist doch dann bestimmt eine versteckte Karte, oder? Weil zum Einhorn geht's hier nicht. Gut, Bohnen. Bohnen. Man kann mich doch nicht mit Bohnen belohnen, aber es sind nicht nur Bohnen. Da. Das ist genau die Karte, die man leicht übersieht in diesem Spiel. Auch wenn wir jetzt natürlich alle übersehen haben bisher, aber... Rowena Ravenclaw. Die gute Rowena Ravenclaw. 4 von 17 haben wir damit, glaube ich, erst. Und ich weiß wirklich nicht, ob wir nochmal in den Free-Roam-Bereich können. Ich würde es hoffen. Wäre echt schade, wenn ich versucht hätte, sie zu finden und dann nur 4 von 17 hinkriege. Komm schon, Markolein, das geht doch besser. Zuschauerleins auch alle so mit ihren Äxten. Komm schon. Aber ja, ich weiß es halt noch genau. Das war damals die einzige, die ich übersehen hatte. Wir haben das Spiel verloren. Harry ist tot. Die Geschichte endet. In letzter Sekunde wurde Harry von einem Zentaur namens Firenze gerettet, der ihn dann auf seinem Rücken in Sicherheit brachte. Firenze erklärte, dass Einhornblut jemanden, der nur eine Handbreit vom Tod entfernt sei, am Leben erhalten könne. Harry wurde klar, dass der vermummte Mann, den er auf der Lichtung gesehen hatte, er, dessen Name nicht genannt werden darf, war Lord Voldemort. Voldemort. Er ist plötzlich Franzose geworden. Das war knapp, Harry. Man sollte jede Kreatur, die ein Einhorn tötet, um dessen Blut zu trinken, um jeden Preis meiden. Gilt auch im echten Leben. Wenn es Lord Ich meine, er, dessen Name nicht genannt werden darf, war... Sei besser vorsichtig. Er ist sehr gefährlich. Hab ein Geschenk für dich, Harry. Hab es selbst gemacht. Ein Haufen Kacke. Es ist die Zauberflöte. Manche Kreaturen finden Musik sehr entspannend. Wenn du die richtige Melodie spielst, fangen sie sofort an zu schlafen. Erinnere mich noch an die Melodie, die ich meinem Fluffy immer vorspielte. Probier es mal an dieser Eule aus. Sie kann etwas Schlaf gebrauchen. Ja.
schläft tief und fest. Wünschte, Fluffy wäre so leicht zum Einschlafen zu bringen. Gehst jetzt am besten zum Unterricht zurück. Danke nochmal, Harry. Bist ein echter Freund. Ja, damit hat er uns verraten, wie wir an dem dreiköpfigen Hund im verbotenen Korridor vorbeikommen. Ich habe einige Nachforschungen über Nicholas Flamel angestellt. Den Zauberer, den Hagrid erwähnt hat. Er hat den Stein der Weisen erschaffen. Man sagt, er würde demjenigen, der ihn benutzt, ewiges Leben schenken. Wenn er wirklich hier ist, dann will Snape ihn sich unter den Nagel reißen. Es gibt sogar Gerüchte dahingehend, dass du weißt schon, wer etwas damit zu tun hat. Wir müssen einen Weg finden, um an Fluffy vorbeizukommen. Dort ist der Stein mit Sicherheit versteckt. Ron und ich warten im dritten Stock auf dich. Bei der Tür, die zu Fluffy führt. Wir müssen den Stein zuerst bekommen. Na los, Ron, lass uns gehen. Ich denke schon. Also bin ich auch. Wow, wir können uns frei bewegen, Leute. Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, all unsere Verfehlungen wieder gut zu machen und zumindest die Geheimgänge im Schloss zu erforschen. Es gibt bestimmt noch einige Karten im Wald und ich werde mir nach diesem Video mal ansehen, keine Ahnung, ein Walkthrough, wo sich diese Karten alle befinden, welche ich dann halt übersehen habe. Und ob wir noch alle erreichen können. Das ist der Hauptgrund, warum ich in den Walkthrough schaue, weil es könnte halt sein, dass wir einfach nicht mehr alle erreichen können. Das hier ist doch bestimmt ein Haupt... Ja, das ist ein Geheimgang. Danke nochmal für den Tipp. Ohne den hätte ich das nie rausgefunden. Versuche alle Bertie Botts Bohnen einzusammeln. Pass jedoch auf die springenden Knollen auf. Wenn sie gegen dich knallen, verlierst du ein paar Bohnen. Pass auf die spinnenden Ollen auf. Ja gut, ich hatte noch keine Bohnen. Oh nein! Fuck. Das war nicht so gut. Ich hatte es auch gar nicht mehr so im Kopf, dass das immer mit Minispielen verbunden war. Dachte, man kriegt dann einfach die Karte. Aber so ist cooler. Alle Bertie Botts Bohnen eingesammelt. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Yay! Derwent Schinken, hat er gesagt. Nein, ich habe leider zu schnell weggedrückt. Ich dachte, das Voiceover geht dann weiter. Es tut mir leid. Verzeiht ihr mir noch einmal? Ein letztes Mal? Auf zur Eingangshalle, zur Zweigangshalle. Da bestimmt ganz viele Bücherregale. Sie werden jetzt so offensichtlich wirken, alle von ihnen. Wir werden in 0, nichts alle Geheimgänge des Spiels... Nein, vergesst es. Aber wenigstens mehr als 4 von 17. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 5 von 17. Na gut, es ist ein Anfang. Aber bevor ich davon wusste, hatte ich irgendwie nur 2 oder so. Ja, das ist zum Beispiel das Klassenzimmer Kräuterkunde. Wenn da etwas versteckt war, dann kommen wir da nicht mehr ran. Was ziemlich schade ist. Hogwarts. Das gute alte Hogwarts. Besenschrank. War ich da überhaupt schon mal drin? Wenn ich schon mal da drin war, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr rein. Große Halle. Ich erwarte zwar nicht, dass dort ein Geheimgang ist, aber man kann nie wissen. Nee, sieht nicht so aus. Diese Ladezeiten, sie werden mich umbringen. Hab ganz vergessen, dass hinter jeder Tür eine solche auf uns lauert. Das hier rechts ist auch nur das Porträtzimmer, richtig? Da wird kein Geheimgang sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Es ist eine Vermutung. Judgt mich jetzt nicht für meine Vermutungen, Leute. Bitte nicht judgen, danke.
So, Bücherregale. Ich sehe doch direkt schon mal eins. Das ist doch bestimmt ein Geheimgang. Ja, so musste es sein. Hilf mir, Harry. Ein paar gemeine Schüler von Slytherin haben meine Schokofrösche, Kürbis und Kessel verzaubert, sodass sie alle durch die Luft fliegen. Bitte hilf mir, sie zurückzubekommen, indem du einen weichen Zurückflug verwendest. Alles klar, du weinerlicher kleiner Junge. Yay! Vielen Dank, Harry. Hier, ich gebe dir meine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern zur Belohnung. Dankeschön. Ich werde außerdem weiter so reden und immer so ein bisschen heulerig klingen. Cornelius irgendwas. Ich hab's schon wieder weggedrückt. Ich bin so doof. Aber wir sehen uns natürlich, wenn wir sie alle haben oder wenn wir zumindest so viele haben, wie wir noch kriegen können. Die Alben auch an, also keine Sorge. Keine Sorge, fürchtet euch nicht. Hier sind gleich zwei Geheimgänge. Im großen Foyer. Und die gibt es direkt. Salazar Slytherin. Die Slytherin-Karte. So, Großfoyer, hier geht's zum Gryffindor-Turm. Ich habe natürlich keinerlei Orientierung mehr. Wir waren relativ lang nicht mehr im Schloss. Die letzte Aufnahmesession ist auch Ewigkeiten her. Rüstungsgalerie. Rüstungsgalerie. Ne, da waren nur die Ritterrüstungen. Oh, hier gibt's auch keine lange Ladezeit. Das freut mich sehr. Dann zum Gryffindor-Turm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Zauberkunde-Korridor oder wie der hieß noch erreichen kann. Oder wie der hieß, das war bestimmt der richtige Name. Da, ich sehe es doch. Ich sehe es doch bis hierhin. Du bist doch ein Regal. Albus Dumbledore ist es. Das sehe ich doch schon am Bild. Merlin. Oh. Gut, dann Merlin. Was soll's? Vielleicht kaputt, Draco. Vielleicht ist hier drin auch noch ein Regal? Bestimmt. Die werden doch ein Regal im Gemeinschaftsraum haben. Gut, sie haben kein Regal im Gemeinschaftsraum. Wäre auch zu schön gewesen. Bitte haltet den Gemeinschaftsraum sauber. Und ich würde sagen, hier sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann weiterhin ein paar Bildkarten sammeln werden, die ich vergessen habe. Bis dahin, ciao.